Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die digitale Revolution der letzten Jahre hat zu völlig neuen Formen des Konsums von Kunst und Kultur geführt. Menschen hören sich gestreamte Musik an, sie lesen ihre E-Books und schauen sich digitale Filme an. Und es liegt zunächst einmal nahe, die Frage der rechtlichen Bewertung von digitalen und analogen Gütern zu betrachten. Und die Grünen fordern in ihrem Antrag, eine rechtliche Gleichstellung zu prüfen. Ich will Ihnen aber sagen, dass Sie mit diesem Antrag den Umfang und die Frage des Charakters von digitalen Gütern nicht vollumfänglich verstanden haben, weil Sie etwas vergleichen, was zunächst einmal nicht vergleichbar ist. Zwar mögen die Inhalte die gleichen sein und das Werk wirkt gleich, ob Sie es auf einem E-Book ansehen oder in einer gedruckten Form. Der Unterschied liegt aber in der Kopierbarkeit und in der Reproduzierbarkeit. In den Zeiten des Mittelalters mussten Bücher teilweise in monatelanger Handarbeit abgeschrieben werden, um eine Kopie zu bekommen. Zu Zeiten des Buchdruckes mussten die Druckplatten angefertigt werden, um eine Kopie zu erzielen. Heutzutage können Sie durch einen Mausklick digitale Inhalte ohne weitere Kosten reproduzieren. Im Fachjargon nennt man das, diese digitalen Inhalte haben bei der Reproduzierbarkeit sogenannte Null-Grenzkosten. Und wenn Sie ein Produkt haben, das bei der Vervielfältigung keine Grenzkosten hat, dann können Sie dieses Produkt nicht vergleichen mit einem anderen Produkt, bei dem Kosten bei der Reproduzierbarkeit entstehen. Sie vergleichen Dinge, die nicht vergleichbar sind. Und das will ich Ihnen ehrlich hier einmal sagen. Ich glaube, die Grünen haben die digitale Welt noch nicht richtig begriffen. Der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin hat in seinem Buch Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft ganz klar dargelegt, dass die großen Herausforderungen der Digitalisierung auch neue Rechtsformen benötigen und dass wir nicht einfach die analoge Welt eins zu eins in die digitale Welt übertragen können. Deswegen brauchen wir im Urheberrecht auch völlig neue Modelle. Wir müssen sprechen über Lizenzmodelle. Wir müssen sprechen über eine patentähnliche Möglichkeit. Wir müssen sprechen über eine patentähnliche Möglichkeit, digitale Urheberrechte zu schützen. Uns geht es nämlich um den Schutz des Urhebers. Weil selbst wenn Sie ohne weitere Kosten ein E-Book unendlich reproduzieren können, Sie können nicht die Wohnung und nicht das Essen des Autors ohne Grenzkosten multiplizieren. Auch Autoren und Kreative müssen im digitalen Zeitalter von ihren Werken leben können. Qualität kostet. Und wer als Kreativer unterwegs ist, der muss sich auch weiterhin darauf verlassen können, dass ihm der Staat schützend zur Seite steht, dass der Staat sich um ein Urheberrecht kümmert, was kreative Leistungen auch zukünftig vergütet. Das ist unser Anspruch. Sie haben in Ihrer Rede, Frau Künast, überhaupt nicht erwähnt, dass es den Urheber gibt, dass es den Urheber gibt, der auch von seinem Werk leben muss. Und wir können dieses grundsätzliche, wir können dieses Prinzip, Frau Künast, wir können das Prinzip, dass der Urheber von seinem Werk zu leben hat, auch im digitalen Zeitalter nicht einfach aus den Angeln heben. Deswegen lade ich Sie ein, mitzuwirken bei einer sinnvollen und bei einer guten Umstrukturierung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter. Ich lade Sie ein, mitzumachen, wenn wir zukünftig die Wissenschaftsschranke einführen, damit Bildung und Wissenschaft im Urheberrecht gut abgebildet sind. Meine Damen und Herren, mit Ihren Anträgen haben Sie das digitale Zeitalter nicht verstanden. Aber ich kann den Menschen klar und deutlich sagen, dass die Autoren, das Kreative im digitalen Zeitalter sich an der Seite der Union am besten aufgehoben fühlen werden. Herzlichen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Dirk Heidenblum, SPD-Fraktion.